Grüß euch Leute und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Wir haben das letzte Mal, erinnere ich mich schon, dieses gute oder mehr oder minder gute Langschwert ausgerüstet, weil wir jetzt in die Katakomben wollen. Ich erinnere mich. Ja, müsste so gewesen sein. Das heißt, wir machen uns jetzt mal schleunigst auf den Weg dorthin. Mit unserem stylischen Typen, der als Kopf so eine, wie nennt man diese Frisur? So Pferd, so wie ein Pferd, oder? Pferdeschwanz. Ja. So eine Pferdeschwanz hat, eine Ritterrüstung, eine Kochschürze und so eiserne Handschuhe und ein göttliches Schwert in der Hand hat. So rennt man auch nicht alle Tage umeinander, oder? Nee, würde ich behaupten, normal nein. Waren wir eigentlich schon im Asyl? Also haben wir das schon wieder besucht und diesen fetten Dämon besiegt? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Schreibt's mir mal in. Nee, braucht's nicht reinschreiben, weil das kann ich mit einem Blick in die Playlist sehen. Hallo. Your Highness, where have you gone? I am entirely to blame for this. Oh, woe is me. I am unworthy, deathly so. Okay. Alles klar. Apropos, wir wollten. Fremdschnacht schon wieder. Wir wollten zu Griggs of Windheim. Du bist nicht Griggs of Windheim, oder? Nee, du bist der Typ für die Pyromantie, genau. Du bist hier Griggs of Windheim. Also von Windheim. Griggs, wir wollten von dir irgendwas kaufen. Na was? Ah ja, hier, verstärkt Magie. Das hier, aber da brauchen wir 20.000 Seelen. Ich würde sagen, das heben wir uns für wann auf, wenn wir genügend haben. Und ich werde hier jetzt mal ein bisschen aufräumen. Wanderflucht brauchen wir momentan auch nicht. Da werden wir lieber einen. Einen. Wo ist er denn? Hier, Heimkehrknochen. Und dann noch so einen schwarzen Lebewohlkristall, weil mir das auch geschrieben würde. Tu doch mal den schwarzen Lebewohlkristall ins Inventar. Dann hast du nicht so Probleme. Achso, nee. Du bist ein Geist und nicht einer, der da sitzt. 30.000 Seelen brauchen wir schon und Level 71 sind wir. Mit meinem ersten Charakter war ich, glaube ich, Level 80, 82, so in der Gegend. Als ich den letzten Boss gemacht habe. Der wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen weiterbringen. Ganz einfach. Weil man ja ein bisschen was anderes noch vorhaben. Also wir machen jetzt noch die Katakomben. Okay, kann ich dich auch? Ja. Einmal von hinten abstechen und es passt. Hier haben wir noch gar nicht alles so irgendwie durchsucht. Zwei Stiche reichen. Verdammt, ich vergesse immer, dass wir nicht parieren können. Das geht mir ein bisschen am Arsch, aber der Adlerschild ist einfach zu geil. Und wenn wir noch ein bisschen. Wir werden jetzt auch auf. Hauptsächlich auf Stärke und Kondition leveln. Ups. Ja, ist ein sehr großes Skelett. Warum nimmst du nicht den Speer? Weil ich den auch einfach mit Magie töten kann. Der kommt nämlich so oder so nicht mehr wieder. Und da ist noch ein Item. Und da hinten auch noch. Zweihänder. Oder Zweihänder. Okay. Zweihänder ist wahrscheinlich eine richtig schwere Waffe. Und ein Fernglas. Ist ein. Ich mag hier keine Seelen drinnen. Fernglas ist da direkt ausgerüstet. Wie stark ist denn das? Ja, super.
Da ist gar nichts, ja, fast besser. Okay, und hier geht's jetzt den Weg runter in die Katakomben. Was ist denn bei dir so das Erste, was dir zu Katakomben einfällt? Ja, das sind unterirdische Begräbnisstätten. Ha, genau so ist es. Und was sehen wir jetzt gleich? Den Schriftzug. Komm schon. Ja, hier. Die Katakomben. Oh nee. Denn da ich den jetzt nicht selber getötet habe, kommt der... Na, kommt jetzt noch mal wieder. So. Nur wenn ich den so töte und der dann noch Seelen gibt, kann man sich sicher sein, oder halbwegs sicher sein, dass er keine... Also, dass er nicht so einer ist, der wieder aufersteht. Hier ist einer. Nein. Halt die. Sack. Sacker, kleiner Merk Zuckerberg. Warum sprechen die Amis eigentlich manche deutsche Begriffe so extrem seltsam aus? Wie statt Zucker sagen sie Sacker und so. Dabei ist Sacker ja... Nein. Verdammt. Ersatzakku, wo bist du? Ersatzakku. Dort hinten, der Weiße. Bitte. Okay. Sehr gut, Moment. Okay. Ich hoffe, das passt jetzt. Wenn wir nämlich jetzt mitten im Kampf auf einmal bitte Kontrolle wieder anschließen steht, dann zucke ich aus. So, und tschüss. Oh, Moment. So. Super, das passt. Gut, damit haben wir den ersten Nekromanten getötet. Der ist nämlich dafür verantwortlich, dass die Viecher immer wieder kommen. Okay, es an sich ist... Wir reparieren jetzt einfach mal alles, wenn wir schon ein bisschen Seelen haben. Reparieren, braucht man nichts, Zauberei einstimmen. Seelensperren müssen wir halt noch ein bisschen Intelligenz leveln. Und sonst die restlichen Zauber, die wir noch brauchen, kriegen wir von Dusk, von Ulasil. Ah ne, nicht teleportieren. So. Zack. Die Katakomben sind so ziemlich mein Hassgebiet. Ganz einfach, weil sie ziemlich nervtötend sind. So. Aber eine Kombo aus zwei starken Angriffen und einem leichten tötet sie dann doch gut. Moment, ich mag mal schauen. Ne, wir haben... Wir haben ein passendes Gewicht, weil ich dachte schon. Nein. So. Da hinten steht übrigens der nächste Nekromant. Da hinten ist der, der so Feuer spuckt, so ganz fies. Komm her. Würde mich mal interessieren, wenn ich jetzt hier, ich meine, an sich könnte ich ihn anvisieren. Alter. Warum schießt nicht die Team? Stirb. So. Ja, weil die zielen halt automatisch und wenn die sagen, sie möchten nicht feuern, dann feuern sie halt nicht. Das ist halt ein bisschen und jetzt verliere ich mindestens... Nein, eh nur einen. So, der ist jetzt einmal vorläufig ausgeschalten, damit er mir nicht ins Kreuz schießt.
Verdammt. Verdammt, und jetzt geht nicht nur mein Controller leer langsam, sondern auch... Nee, oder war das nur ein Flackern von meinem Mikro... nicht Mikro, Headset. Uiuiui. Zack. Stirb. Du, dich habe ich gesehen. Alter! Das Schwein hat mich einfach pariert! Und tschüss. Jetzt aber. Alter. Tschüss, habe ich gesagt. Verpiss dich. So. Endlich. Und dafür kriegen wir einen Falkenschnabel. Die Waffe ist, glaube ich, nicht allzu gut, wenn ich mich richtig erinnere. Moment, was war das gerade für eine? Also, Quelax Vorhinschwert. Falkenschnabel hier ist zum Vergessen eigentlich. Leider. Aber... Ja, Gott sei Dank, ich habe eh alles aufgenommen. Alter, das wäre jetzt ziemlich ärgerlich, wenn nicht. Oh Gott. Zack, zack, zack. Das ist ziemlich geil. Das Item vergessen. Zack, zack. Und tschüss. Wo? Nee, das ist kein Item, das sind Kerzen. Ich dachte mir jetzt schon, bin ich jetzt echt schon so blind? Aber bin ich nicht. Bist du. Okay. Okay, der Bogenschütze hat sich offenbar nicht wieder zusammengesetzt. Sonst würden wir jetzt vielleicht ein kleines Problem haben. Hier eine Soldatenseele und hier... Ah, hier geht's sogar weiter. Das sind mir eh recht richtig. Gut. Ja, hier ist alles auf sehr kleinem Raum. So. Und jetzt zu explodieren. Gut, und das Skelett scheint nicht... Das Skelett steht wieder auf. Also ich möchte mich mit maximal 2 Skeletten anlegen. Und das Skelett hat ein großes Schwert, was viel Kondition raubt. Ja, vielleicht haben manche von euch recht gehabt und du auch. Bisschen mehr Kondition wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen. Aber ich meine, jetzt müssen wir damit leben. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Stärke und Intelligenz und dann können wir es auf Konditionskillen. Dieser Hebel. Schaut seltsam aus mit diesen Totenköpfen, oder? Der hat hinten jetzt, die Brücke ja, genau, zusammengesetzt. Genau, wollte ich gerade fragen, ob du weißt, was du gemacht hast. Komm schon. Ja, hast du das gerade gesehen? Der hat jetzt noch ein bisschen die Schale auf seiner Schulter ein bisschen rumgedanzt. Wo? Hier war das doch, oder? Nee, das war hier. Okay. Also, das ist ein Schild, ich dachte schon... Nein, da war's! Fuck! Okay, come on. Großer Seelenpfeil. Mach dich nicht tot, oder? Nee, lock dich an. So. Komm schon her. Nein, verdammt. Nein! Das sollten... Alter, stoß nicht einfach an. Bist ein bisschen tollpatschig heute, oder was? Könnte sein. Nein. So. Und tschüss. Sehr gut. Hier gibt es, glaube ich, noch irgendwo einen Nekromanzer. Hier ist, glaube ich, nichts. Also hier kann man, glaube ich, so runterfallen. Ich weiß nicht. Ich mag das jetzt ehrlich gesagt nicht zeigen. Genau, da kann man runterfallen. Aber das ist mir ein bisschen riskant, weil da kommt man gleich zu einem ziemlich heftigen Gegner. Also meiner Meinung nach ziemlich heftigen Gegner.
Übrigens, ich freue mich schon wirklich auf Demon's Souls. Freust du dich auch schon? Ich kenn's nicht, also wie kann ich mich freuen? Ja, ich kenn's auch nicht, aber ich weiß, dass es direkt der Vorgänger von Dark Souls ist. Und damit reicht's mir eigentlich schon, dass ich mich freue. Und tschüss! Zack. Hier ist kein Nico, oder? Oder? Aber es sind einige Skelette. Hinter dir ist auch eines, gell? Ja, das weiß ich. So. Kriegerseele. So, das war mal elegant. Und mit dieser eleganten Nummer sage ich bis zum nächsten Mal bei Dark Souls.